Yo ho, Kritzelpixel-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kritzelpixel, endlich mal wieder. Heute stellen wir die verschiedensten Wasserfarbenarten in einem Crossover zusammen und gucken uns an, wie sie sich im Mix schlagen. Das bedeutet, wir schnappen uns meine etwas teureren Aquarell-Brushes, das sind die Stifte, die man da gerade gesehen hat, dann meine klassischen Aquarellfarbstifte, die sind in diesem Mäppchen dort oben drin fest verschlossen, schnappen uns die günstigen trockenen Aquarellfarben, das ist diese wunderschöne bunte Palette unten im Bild, meine feuchten Aquarellfarben. Die günstigen liegen in einem Plastikbeutel da ganz links und die teuren Aquarellfeuchtfarben verteile ich gerade schon brav auf ihrem Platz. Heißt, wir können loslegen und alles miteinander mischen. Generell werden wir gründen, welche der Wasserfarbenarten sich für welche Schritte und Prozesse eignen und welche man nicht miteinander mischen sollte, aber dazu in den nächsten Videos mehr. Hier geht es erstmal um den reinen Test und da sieht man halt von Anfang an auch schon deutlichen Qualitätsunterschied. Die Schminkefarben sind sehr glänzend, wenn sie eingetrocknet sind und das deutet auf eine ganz andere Textur, eine ganz andere Pigmentierung hin im Vergleich zu den doch günstigen Feuchtfarben, die je nach Farbe unterschiedlichen Glanz aufweisen. Heißt, denen ist halt, um andere Farben zu erzeugen, was beigemischt, was nicht unbedingt rein ist und mal gucken, ob man da den Unterschied merkt. Deswegen entscheide ich mich dafür auch, Blau und Gelb zu nehmen, weil die blaue Farbe ist bei allen sehr stark pigmentiert, die gelbe Farbe ist unterschiedlich pigmentiert, vielleicht sieht man da Qualitätsunterschiede. Ich werde also jetzt jedes einzelne Medium nehmen und damit einmal einen blauen Kasten ausfüllen und dann werde ich einen Verlauf von Blau zu Gelb erzeugen, der bei guten Farben eigentlich dafür sorgen sollte, dass wir einen leichten Grünverlauf sehen. Ich nehme dafür jetzt einen günstigen Pinsel. Der kostet nur so um die 2 Euro. Das ist ein ganz simpler, einfacher, günstiger Pinsel. Der liegt auch meistens solchen Sets bei. Und nehme jetzt erstmal die günstigen, trockenen Farben. Die haben alle so 6 bis 10 Euro gekostet. Habe ich jetzt in unterschiedlichsten Geschäften schon gesehen, immer die gleichen. Sind schon qualitativ ein bisschen hochwertiger, da gibt es wohl Schlimmeres, aber sowas besitze ich nicht. Und ja, die lassen sich ganz gut mischen und damit kann man ganz gut arbeiten. Und im Vergleich zu den günstigen, feuchten Aquarellfarben ist das auch kaum ein Unterschied. Also die feuchten Farben sind vielleicht ein bisschen pigmentierter. Das sieht man hier dadurch, dass der Grünverlauf zwischen Blau und Gelb deutlicher ist. Das werden wir jetzt nochmal ein bisschen drastischer sehen bei den Schminkefarben. Und bei den Schminkefarben, bei denen mir eine Tube so viel kostet wie die ganze Palette von den günstigen Sachen, lässt sich homogener auftragen. Also es bedeutet, ich brauche weniger Striche, ich brauche weniger Pinselführung und Geschick, damit sich ein sauberer, ordentlicher Farbverlauf oder eine sauber, ordentliche Fläche ergibt, das für die Pigmentierung spricht und für die Art und Weise, wie die Pigmente sich verteilen und wie fein sie sind. Das Ganze kann man natürlich auch mit so einem Aquarellstift machen. Also das ist ja quasi Aquarellfarbe getrocknet in einen Stift gepresst, die man mit Wasser reaktivieren kann. Das ist so simpel wie einfach und geschickt und auch damit kann man Farbverläufe erzeugen. Auch damit hat man die Möglichkeit, ein sauberes Aquarellbild hinzubekommen. Klar, die Pigmente drücken sich ins Papier, das hat natürlich eine etwas andere Textur, ganz im Gegenteil zu diesen Aquarellbrushes, die natürlich eine sehr, sehr ebene, saubere, glatte Textur haben. Die Aquarellbrushes aktiviert man, indem man sie ins Wasser tunkt. Ja, ihr seht, dann kommt die Farbe da raus. Und je nachdem, wie viel Wasser man aufsaugt, desto schwächer wird die Farbe. Das sieht man hier mit dem Blauen ganz deutlich. Dann wird das so weiß da vorne und man muss ihn erst wieder quasi von seinem Wasser befreien, damit die volle Pigmentierung kommt. Finde ich ziemlich interessant so als Malmedium. Mir gefällt nur nicht, dass ich nicht den richtigen blauen Farbton habe, um ihn mit den anderen zu vergleichen. Aber am glattesten und homogensten sieht tatsächlich der Farbbrush aus. Und die Schminkefarben sind auch noch sehr schön. So von, ja, von ihrem Farbton, von ihrer Gestaltung auf dem Papier. Weil man nutzt ja auch Aquarellfarben für diesen bestimmten Aquarell-Look. Und leider gewinnen da aktuell immer die teuren Farben, was mich so ein bisschen frustriert und auf der anderen Seite natürlich auch verständlich ist. Und das heißt wenigstens, es ist kein Scam. Jetzt müssen wir übrigens alle Medien nochmal miteinander ausprobieren. Heißt, ich habe jetzt hier die Aquarell-Pens genommen, ja, die Pencils, die Buntstifte. Und teste die gerade mal aus, zusammen mit den günstigen, trockenen Farben. Und jetzt nehmen wir die günstigen, feuchten Farben und versuchen hier auch einen Farbverlauf. Tatsächlich mischen die sich ein bisschen besser. Wir sehen einen stärkeren Grünverlauf. Darum geht es ja eigentlich. Wenn wir Blau und Gelb miteinander mischen, müsste da Grün bei rumkommen. Und hier glänzen die Schminkefarben wieder mit ihrer krassen Pigmentierung. Ich habe ganz wenig genommen und es ist halt ein richtig geiles Gelb. Und auch hier sehen wir ein bisschen mehr Grünverlauf. Allerdings
mischen sich die Farbpigmente der Pencils nicht so gut mit den anderen. Also die mischen sich untereinander nicht so gut. Das liegt daran, dass die Farbpigmente sehr grob sind. Die sind in Stifte gepresst, dementsprechend sind sie sehr grob und da ist natürlich das Mischverhältnis nicht so gut. Jetzt nehmen wir mal die günstigen, trockenen Farben und gucken uns da das Mischverhältnis an. Das kommt ja mal auf die Feinheit der Pigmente an und die arbeiten mit ihren günstigen Kollegen aus dem feuchteren Bereich eigentlich ganz gut zusammen. Jetzt machen wir das gleiche nochmal mit den etwas kostspieligeren Farben. Und gucken mal, wie sich das hier miteinander mischt. Und auch hier sehen wir schon einen deutlich stärkeren Grünverlauf. Also die Pigmente, günstig trocken, zu teuer feucht, mischen sich erschreckend gut, hätte ich nicht gedacht. Und jetzt gucken wir uns nochmal an, was die Brushes dazu sagen. Was ich glaube, ein ziemlich schwieriges Mischverhältnis werden dürfte. Zumal man natürlich auch die Spitze sich so ein bisschen ruiniert, aber ja, es geht. Also es gibt Schlimmeres. Ich habe mir Mühe gegeben, das Ganze einigermaßen zu beschriften. Ich glaube, ich mache zwischendrin irgendwelche Fehler, weil ich mir nicht mehr gemerkt hatte, was ich mit was gemischt habe. Das sieht jetzt hier im Video so einfach aus, aber mein kleines Gehirn hatte ein paar Probleme zu erinnern, was ich da gemacht habe. Nehmen wir also die teuren, feuchten Farben, quatschen wir gar nicht lange, und mischen die jetzt mit den günstigen, feuchten Farben. Und ich muss sagen, auch da sehe ich eine echt schöne und echt schönen Verlauf, eine echt schöne Mische. Ja, also das ist blau zu grün zu gelb, das ist super. Jetzt machen wir das gleiche nochmal teure, feuchte Farben mit Brushes. Und auch hier, es geht. Also die Brushes saugen ein bisschen viel von dem Pigment auf. Das ist natürlich auch der gleiche Effekt bei den billigeren Feuchtfarben. Wenn wir die mit den Brushes mischen, haben wir auch wieder hier das Problem, dass die Pigmente ja mehr oder weniger vom Brush aufgesaugt werden. Jetzt achtet mal nicht so sehr darauf, dass ich nicht so gut bin, was die Übergänge bei solchen Farbverläufen angeht. Das muss ich noch ein bisschen üben. Nein, viel interessanter ist einfach die Pigmentierungsgewalt der unterschiedlichen Medien, die wir benutzt haben. Und da rocken die Schminke, Feuchtfarben, alles weg. Ja, da kostet eine Tube mal 5, 6, 7, manchmal auch 11 Euro, je nachdem, was für eine Qualitätsstufe man da hat oder was für eine Art von Farbe. Aber man braucht auch so viel weniger und bekommt so viel mehr Farbe raus, dass ich inzwischen sage, dass es worth war für meine Zwecke, aber das gilt natürlich nicht für jedermann. Es ist natürlich auch entscheidend, in welchem Stil man zeichnet oder wie aufwendig die Bilder gestaltet werden sollen, wie viele Farbverläufe soll es geben. Wenn die Farben elegant und wunderschön ineinander verlaufen und übergehen sollen und diese wunderschönen Aquarell-Farbränder bilden sollen, dann ist natürlich, je teurer, desto besser, weil je teurer heißt meistens, desto feiner pigmentiert. Je feiner pigmentiert bedeutet saubere und ordentlichere Farbübergänge und Farbverläufe, aber gerade simple, glatte, schöne, ebene, farbgefüllte, sättigende Flächen, das kriegen selbst die 6,99 Euro Farben ohne Probleme hin. Und die Möglichkeit, immer wieder drüber zu gehen, besteht bei allen auch. Allerdings sind die Schminkefarben etwas robuster, was Wasser angeht. Heißt, wenn sie eingetrocknet sind auf dem Papier, rubbelt man nicht mit einem Strich sofort wieder alle Farbe ab. Dieses Problem hatte ich jetzt bei den günstigen, trockenen Farben, den wir hier links im Bild sehen, die ganzen Blautöne. Mit denen hatte ich echt die Probleme, dass wenn sie trocken waren und ich wollte nochmal drüber gehen, weil Aquarellbilder sind halt so malen, trocknen, malen, trocknen, malen, trocknen, dann haben sich da wieder sehr viele Farbpigmente gelöst. Dieses Problem hatte ich aber bei den 15 Euro günstigeren Feuchtfarben so absolut gar nicht. Die haben sich nicht wieder vom Papier abgetragen, die waren nur etwas gröber in ihrem Korn, aber das sieht man halt auch kaum, besonders bei so einem simplen Bild nicht. Ich habe deswegen auch extra ein simples Bild gewählt, weil ich mir vorstellen kann, dass es etwas ist, was man als Anfänger eigentlich erstmal machen möchte. Einfach erstmal ganz simpel, schön ausmalen, anstelle eventuell auch von irgendwelchen Copic-Markern, weil ich sage immer noch, Aquarell ist immer noch der bessere Copic-Marker auf einem gewissen Level. Und ja, ich tendiere dazu, immer mehr in die teuren Farben zu greifen, einfach weil man den Unterschied halt merkt, weil der Farbübergang so schön ist, aber auch, weil die Farbmischung doch deutlich einen Unterschied bietet. Das müssen wir uns in einem Video auch noch anschauen. Wie mischen sich die Farben? Sprich, wenn ich nur die Grundtöne habe, bin ich dann in der Lage, alle anderen Farben, die ich brauche, zu mischen? Das schauen wir uns nochmal gesondert an. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber jetzt sage ich erstmal danke fürs Dabeisein. Ich freue mich auf euer Feedback, auf eure Erfahrungen mit Aquarellfarben, mit Mixed Medien. Und in unserem nächsten Video gibt es auch nochmal noch günstigere Aquarellfarben zu beobachten. Da werde ich mal gucken,
was ich alles mit denen gestalten kann. Das sind 6,99 Euro Farben, die ich in einem Idee-Kreativmarkt gekauft habe. Konnte ich nicht dran vorbeigehen, habe mir gedacht, okay, das ist interessant, das möchte ich mir anschauen. Und ja, die werden wir dann auch noch im Test sehen. Erstmal gibt es den Haul, was ich alles da gekauft habe und was man damit alles Tolles machen kann. Und wir gehen ein bisschen in den perspektivischen Bereich rein. Und ja, ihr dürft gespannt sein. Das sehen wir aber alles erst im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dranbleiben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei gritzelpixel.de. Tschüss, ihr Leute.